so, wie es bei uns gerade aussieht, am Bodensee. Die Welt ist in Aufruhr, unsere See ist in Aufruhr, da drüben ist die Reichenau, wir sind hier in Allensbach. Hat auch was Gutes, ich habe meine Blümchen hier, ich kann sie einpflanzen demnächst und kann möglicherweise den Frühling genießen, aber es ist trotzdem wahnsinnig schade, dass die Buchmesse ausgefallen ist, aber gut, es hat alles seinen Sinn und auch seinen Grund, ist ja logisch. Und vielleicht hat es auch deswegen was Gutes, weil ich ja dann auch die Lesungen meiner Kollegen mal mitverfolgen kann, was ich ja sonst nicht kann auf der Buchmesse, weil jeder ist ja irgendwie ständig beschäftigt und ja, vielleicht gibt es auch neue Formen, die wir auch weiterhin so pflegen können. Auch nicht so schlecht. Ne? Also bei mir geht es auf alle Fälle um lebenslang. Mein Ehemann gibt es auch als Hörbuch, weil ich bin ja so der Hörbuchmensch, weil ich ja so oft im Auto sitze. Und auf die Idee gebracht hat, ja, bei jedem Buch ist es ja so, dass man irgendwie auf eine Idee gebracht wird. Auch da hat mich die Idee, meine Tochter hat mich auf die Idee gebracht. Die kam aus Frankfurt zurück und sagte zu mir, sie arbeitet damals im Bankenviertel, in den Hochhäusern direkt, ja, den Bankenhochhäusern, und kam heim und sagte mir, hey Mama, ist alles toll, aber schon irre, ja, mit diesen Hochhaushyänen. Und ich hatte keine Ahnung und sagte so, was sollen denn Hochhaushyänen sein? Da sagte sie mir, also das sind die jungen Frauen, die nicht den Mann für die Nacht suchen und auch nicht den Mann für eine Woche, einen Monat oder sonst irgendwie gehalten werden wollen, sondern den Mann für ihr Leben. Und oft ist es eben auch so, dass diese Männer schon geschieden sind und genug haben von den emanzipierten Frauen, mit denen sie ständig diskutieren müssen und so eine Beauty suchen, so eine Checkkarten-Beauty. Naja, und Alex in meinem Buch ist eben einer von diesen Bankern und auf ihn hat es eine abgesehen, die im Endeffekt alles daran sitzt, dass sie kriegt. Sie ist eine Junge, sie ist eine Hübsche und sie wird jetzt bald 30. Und das Problem ist, dass sie irgendwann den Sack, wie sie sagt, zugemacht haben muss. Das Problem ist, dass Amanda sich da vielleicht toll einsetzt, um den Mann zu kriegen. Nur der Mann ist verheiratet. Und Susan findet das natürlich gar nicht so lustig, denn ihre Tochter schlägt ihr schon mal, dass ihr Vater keine Überstunden macht im gewöhnlichen Sinne, sondern dass da was anderes läuft. Und Susan ist aber eine, da kommt jetzt wieder so eine Geschichte, die ich recherchiert habe, die ich eigentlich für alle Frauen ab 50, sage ich jetzt mal, toll finde. Die erfährt von den Grannies, den Granny Au-pairs. Das sind Frauen, die fliegen durch die ganze Welt. Da gibt es Angebote in Australien, in Melbourne, in New York, egal, überall auf dieser Welt. Und da geht es oft nicht darum, dass die ein Au-pair wollen, im Sinne des jungen Au-pairs, die da irgendwie noch mitarbeiten oder so, sondern die wollen oft kultivierte Frauen haben, die die deutsche Sprache mit ihnen sprechen. Denn viele von denen, vor allem in China, haben in Deutschland studiert und die möchten sich gern abends auf Deutsch unterhalten, um das nicht zu vergessen und zu verlernen. Und die haben Kinder und die Kinder sollen das eben auch lernen. Und so ist eben Susan so weit, dass sie sagt, gut, okay, dann lasse ich doch mal meinen Alex Alex sein und der soll diesen ganzen Mist mal durchleben und dann auch wieder begraben. Ich fliege jetzt nach China und werde Granny Au Pair. Und da erlebt sie natürlich einiges, kommt durch die Welt, erlebt eine andere Kultur. Ich war natürlich in China, ich habe mir das alles angesehen, ich war in Shanghai, ich war übrigens auch in Peking, bin aber nicht drin vor. Und ich war auch in diesen Orten am Shang-Gebirge, wo sie im Endeffekt dann auch hinfährt. Und habe mit Insidern gesprochen, habe mich mit Kollegen, Herrn Strickmatter beispielsweise, unterhalten über solche Dinge, die mir einfach nicht so geläufig waren. Ich will ja nicht nur irgendwas fantasieren, sondern es soll ja auch Hand und Fuß haben. Also von dem her gesehen, haben Sie jetzt vielleicht ganz viel Spaß, wenn Sie jetzt so die Vorgeschichte kennen, wenn Sie sowieso jetzt, was soll ich sagen, man kann jetzt nicht mehr raus, ganz viele Dinge fallen flach und statt man sich vielleicht ständig vor dem Fernseher hängt, ist jetzt die Zeit, Bücher zu lesen oder Hörbücher zu hören, mache ich jetzt auch. Das heißt, eigentlich schreibe ich das schon wieder. Mein Verlag drängt ein bisschen und von dem her gesehen ist es für mich auch nicht ganz so schlecht, wenn ich jetzt mal zu Hause bleibe. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, dass wir uns dann halt sonst irgendwo sehen. Auch eine Lesung. Irgendwann geht es ja wieder los. Es wird ja nicht ewig das Coronavirus geben. Also, alles Gute. Bis dann. Super schön.